Oh, herzlich willkommen zurück. Und jetzt wollen wir mal sehen hier. Ah ja, genau, auf den Dächern, ne? Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht hier. Erstmal herzlich willkommen zurück zum Max Payne. So. Müssen wir hier so ein bisschen was klettern irgendwie, ne? Oh, pass auf, das geht jetzt hier schön in die Hose. Ja, habe ich mir doch gedacht. Das ist doch mal ein Start. So geht's. Oder auch nicht. Gott, ey. So. Jetzt aber hier. Jetzt muss ich da rein oder muss ich erstmal darüber vielleicht? Gibt es hier irgendwelche Secrets? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie wohl hier. Kommt da noch einer? F5 verspeichern, oder? Ja, sehr schön. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kommt hier erstmal Dennis großes Verrecken oder was? Ich erinnere mich, das ist ja nicht ganz so easy. Ja. Ja, haben wir auch gut zugesetzt, die Jungs. Aber gut, hier gibt es Painkiller und so, ne? Das kann man mal speichern. Ich denke, das ist in Ordnung gelaufen. Uzi Action. Shotgun-Action ist eigentlich an und für sich egal. Irgendwie ist Munition von allem da. Und ja, hier gibt es sogar noch einen Painkiller. Das ist cool. Jetzt sind wir wieder irgendwie an einem Punkt, wo ich gar nicht so recht weiß. Oder doch? Junge, 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 Junge. Das ist so lange her, wo ich das zuletzt gespielt habe. Na, eigentlich spiele ich ja quasi fast blind. Aber gut. Es läuft ja im Moment gerade ganz gut, obwohl ich schon wieder längere Zeit nicht gezockt habe. Komme ich ja gerade, finde ich, ganz gut durch. Was ist das für eine Nummer hier? Ah, okay. Ich mache hier gerade einiges auf. Ich speichere mal zwischendurch hier, bevor hier gleich das große Verrecken wieder beginnt. Da steht einer.
Wow. Verpiss dich mit deiner Scheißgranate, Alter. Mann, ey. Das gibt's ja gar nicht. Hat die jetzt fallen gelassen oder hat er eine geschmissen? Er hat sie liegen lassen, das ist natürlich nett. So habe ich dann jetzt Granaten demnächst. Junge, Junge, Junge. Ja, ich habe ein bisschen Gamerpause eingelegt zwischendurch, weil ich weg war. Und irgendwie geht es mir gerade eigentlich nicht so Bombe, aber das ist hier gerade so ein bisschen Ablenkung vielleicht auch. Mal schauen. Ich denke, das wird zerbrechen, oder? Wenn ich da jetzt drauf latsche. Das sieht so aus jedenfalls. Gucken, durch Zerschießen geht es jedenfalls nicht kaputt. Ich speichere nochmal. Ja, ist schon angeknackst. Ah ja, ist so. Aber habe ich mir schon gedacht. Nicht, weil ich die Map insofern hier noch kenne, das Level, sondern einfach, weil es so aussah. So, und nun? Steht er da vor der Tür, guckt die sich doof an. Nächste Mission, alles klar. Hinter der Bühne kam man zu Lupinus Allerheiligstem. Die heiße Luft im Innern war wie eine unsichtbare Wand, geschwängert mit Weihrauch und etwas anderem, einem süßlichen Geruch, der einem den Atem raubte. Das war das Herz dieser verdorbenen Stadt. Lupino lauerte irgendwo da vorn, eine Spinne im Zentrum ihres Netzes. Ja, irgendwie. Dämpfe in der Luft benebelten meinen Kopf. Ist das so richtig eklig, weil... Zerrissene Teile eines Briefes lagen verstreut auf dem Sofa. Das sind ja irgendwie hier so Satansanbeter und entsprechend gibt es dann ja auch später noch so ganz komische Level, so ganz ekelhafte, die mir auch gar nicht so liegen. Hatte Lupino schriftlich gedroht. Die Nachricht war in Stücke gerissen und mit blutigen Fingerabdrücken bedeckt. Ich will nicht glauben, dass einer meiner Jungs mit verdeckten Karten spielt. Reiß dich zusammen, Jack. Wir führen hier ein Geschäft. Ich würde nur ungern das Trio rüberschicken, um dich zurechtzuweisen. Das Trio waren die berüchtigten Henker des Don. Offensichtlich war Lupino nicht beeindruckt von der Drohung gewesen. Der Tisch war so, mit Lupinos Notizen bedeckt. Ja, ich habe gerade irgendwie so, so Magen-Darm-Probleme irgendwie, was ich schon mal irgendwann hatte in der früheren Zeit und ist halt merkwürdig, so ganz komische Bauchschmerzen und so. Und manchmal, wenn man aufsteht, wenn man sich zu doll bückt, so irgendwie nach vorne, dann keine Ahnung. Blinddarm ist es nicht, war es in der Vergangenheit auch nicht und dann geht es ihm halt zeitweise irgendwie scheiße so und ja. Wünscht man keinem. Jack Lupino war durchgeknallt. Der Tisch war bedeckt mit Notizen über geheimnisvollen Irrsinn, geschrieben mit Blut. Eine verworrene Liste von heraufbeschworenen Dämonen, Teufeln und dunklen Göttern. Peter, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela. Sein Ziel war der alte Pakt des Faustus, die Seele, für Macht und Reichtum. Bitte unterzeichnen Sie hier mit Ihrem Blut. Ja, hier gehen ziemlich krasse Notizbuch lag auf dem Podest. Schräge Sachen vor sich. Ich meine, schon allein wie das aussieht, wie die hier liegen, ist, ne? Das nehme ich heute irgendwie mehr wahr als früher, weil früher war es halt einfach nur ein geiles Ballerspiel und dann waren da halt nervige Missionen, wo man auf Blutspuren rumlief und komisch springen musste. So, und jetzt versteht man mal hier, was hier los ist, auch falls es ja jetzt auf Deutsch ist. Ja, gut, wollen wir uns das hier mal angucken? Jack Lupino war wahnsinnig. Mythische Räume, freigelassen, die Sonne und den Mond zu verschlingen. Lupino ist der Wolf. Ich bin das Biest, der große böse Fenriswolf. Ich bin der Mann vom Ende der Welt, mit dem Fleisch der gefallenen Hände. Im neuen Millennium war das Ende der Welt zu einem Klischee geworden.
Ich hatte gut reden. Ein gesetzloser Rächer, allein im Kampf gegen ein Reich des Bösen. Ausgezogen, eine große Ungerechtigkeit zu rächen. Alles war subjektiv. Es gab nur persönliche Apokalypsen. Nichts ist ein Klischee, wenn es dir gerade widerfährt. Auch diese ganze Soundatmosphäre. Weil früher hatten wir nur so ein paar billige PC-Lautsprecher gehabt, da kam das nicht so rüber auf Kopfhörern. Das ist hier aber gerade ziemlich abgefuckt. Ja. Auf keinen Fall im Dunkeln spielen mit Kopfhörern hier, da wird man ja... Boah. Was? Ja, nee, ist klar. Ich glaube, hier geht gleich ziemlich krass die Post ab. Bau, bau. Tür geht zu, ich bin quasi gefangen oder was? Kann nicht zurück. Ja, geil, ja. Das könnte ja gleich unschön werden. Hey. Ah, genau. Von wo machst du das? Erstmal du weg. So. Den erstmal weg. Ah. Ja. Ach, komm schon, ey. Noch mehr von euch, Seppnasen? Ah, Mann, ey. Wie ich sowas hasse, ne? Ja, ist ja gut. Ich werde jetzt hier erstmal schnell speichern, damit ich diese Szene mit der Tür nicht ständig an der Nase habe. Das geht dann nämlich sonst irgendwann mal dezent auf den Sack. So, vielleicht muss ich mich zwischendurch auch mal heilen, da liegt ja genügend rum. Dich genau gesehen da unten. Friss meine Kugeln, Junge. Hey du. Und jetzt geht da nochmal die Post ab, ne? Ich wusste, dass ein Haken an der Sache sein musste. Und dieser Haken war so groß wie das Empire State Building. Lupino war high und bereit, 15 Runden gegen einen Alligator-Mutanten anzutreten. Und dann begann ja dieses unheimliche Geschwätz wie aus einem Albtraum. Meinem Albtraum.
Ich habe vom Fleisch der gefallenen Engel gekostet. Ich kostete das grüne Blut des Teufels. Es pocht durch meine Adern. Ich habe hinter die Welt der Haut geschaut. Die feine Architektur von Blut und Knochenmark. Der Tod ist nah. Seine Zeit ist gekommen! Alle, die ihm im Weg stehen, sterben! Der ist ein bisschen crazy, würde ich sagen. So, das muss ich gleich mal gucken, dass ich vielleicht nochmal schnell speichere. Weil das ist ja ein kleiner Meilenstein, glaube ich. So, schnell gespeichert. Laufe hier mal ein bisschen. Boah. Ah, Mann. Verkehrte Taste. Ich wollte mich eigentlich zwischendurch heilen. Und was drücke ich? Die Caps-Lock-Taste, ja. Ach, verdammt, Axt. Na komm schon. Geh endlich drauf, Junge. Na also. Fick dich, Alter. Als Lupino endlich zu Boden ging, wollte ich sicher gehen, dass er unten blieb. Wie war ein hässliches Monster, das die Menschen zu wahnsinnigen Zombie-Aliens macht. Na, geht's dann um die Drogen, ne? Er ist tot genug. Und da passierte es. Tot oder nicht, du hast den Falschen erwischt. Diese atemberaubende Frau kam herein und zielte mit einer Kanone auf mich. Sehr nett anzusehen. Ja, und nun? Lisa Punchinello. Lisa Punchinello war die Frau des Dons. Mona Sex, Lisas böser Zwilling. Die Waffe ist entsichert, böser Zwilling. Sie könnten jemanden damit verletzen. Lisa ist die unschuldige Jungfrau. Ich bin ein Profi. Ich puste dich weg, ohne mit der Wimper zu zucken. Sicher. Und meine Empfehlungsschreiben liegen über das ganze Lokal verteilt. Jack hätte dich nicht reinlegen können, nicht in dem Zustand. Wir sind beide hinter dem gleichen Schleimbeutel her. Angelo Punchinello hat deinen Freund umgelegt und es dir angehängt. Sie wissen das ganz sicher? Ich habe meine Quellen. Ich habe noch keine Hinweise. Jeder kriegt, was er verdient. Wer hat einen Killer auf den Satan angesetzt? Das geht auf mich. Ich hasse diesen sadistischen Frauenschänder. Warum sparen wir die Kugel nicht für ihn auf? Ich dachte schon, sie würden nie fragen. Mir wurde schon ganz kribbelig. Wie magst du deinen Whisky? Solange sie mir kein Schlafmittel reinrühren, ist's mir egal. Du bist ein Engel, Max. Das Zeug war gut, brannte süß wie Honig in meinem Mund. Nichts Persönliches. Ich kann nicht riskieren, dass du im Wahn Lisa abhängst. Der Albtraum war immer der gleiche. Brutale Schatten bewegten sich in der Dunkelheit. Alt und hässlich, das verrückte Lachen des Killers war ein Rätsel. Voller boshafter Andeutungen. Ja, jetzt kommt die erste von diesen total ekelhaften Missionen hier. Diese Levels. Hier beende ich erstmal diesen Part. Und bis zum nächsten dann.